Und wenn du das hast, dann können wir wirklich miteinander rein. Okay. Kannst du das einfach mal so halten? Oder ja. Perfekt. Gut, perfekt. Okay. Einmal hinlegen. Ich brauche hier. Entschuldigung, schnell. Und einmal Füße hoch. Ja. So ist der Morgen am nächsten, oder? Genau. Das ist aber jetzt ein bisschen unfair. Ich bin um 2 Uhr nachts ins Bett, sie darf jetzt weiterschlafen. Dafür gibt's Schmecken. Aufwärmen. Dann passt das. So. Und jetzt einfach schauen, wie viel Sauerstoff verbrauchst du. Mhm. Und das braucht meistens eine Viertelstunde bis 20 Minuten, bis du in wirklich Ruhe kommst. Okay. Du hast ein bisschen Hintergrundmusik. Und das hilft dir wirklich zu entspannen. Und nachher werde ich wahrnehmen, wann du in einen Steady State kommst. Mhm. Es ist auch möglich, dass es ein paar Minuten länger dauert. Aber dann wissen wir mal, wo wir dich einzuordnen haben. Okay. Also eigentlich, wo du dich einzuordnen hast. Oh. Weil das Entscheidende ist eben immer, was gebe ich dir für eine Standardernährung? Mhm. Bei den Kalorien bist du wahrscheinlich, was hast du, Garmin oder Polar? Garmin. Dann bist du wahrscheinlich bei 3.500-4.000 durchschnittlich, oder? Ja. Ja, ja. Und es ist ja wichtig, dass ich dir dort Angst nehme. Ja. Dafür bin ich da. Also du siehst jetzt auch, also dein Norm Kilokalorienbedarf wäre 1.617. Aha. Was denkst du über Lasten? In Ruhe. Ja. Also wenn ich den ganzen Tag nichts mache. Wenn du den ganzen Tag nichts machst. Aha. Also es sind schon mal 600 mehr als was mit Gaumen. Was haben wir festgestellt? Ja. Siehst du? Ja. Es ist wichtig, deinem Körper die Signale zu verstehen. Das ist mein Job mit dir. Aha, okay. Verstehe. Ja, ich verstehe schon. Das kommt gut. Das ist immer eine Ausnahme. Ich freue mich immer, wenn du merkst, shit, das ist eine kleine Pizza mehr essen als eigentlich. Du musst ja das mal 1,6 rechnen. Ja. Mach das mal. Ohne Sport. Ohne Sport, ja. Dann sind wir aber bei 3.000 und drüber. Ja, das ist schon. Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, ja. So, dann einmal. Ja. Ich darf. Ja, alles gut. Hier. So, wir wollen ja nicht. Okay. Das ist alles, machst du perfekt. Okay. Das ist noch besser. Das Bindegewebe zeigt eine ganz spannende Geschichte und das wollen wir hier. Weil die Analysiasenmessung ist jemand, der hier ist, einfach dann wirklich am obersten Level. Okay. Hier hat jemand ganz wenig an den Extremitäten, ganz eben wenig am Bauch. Ja. Oder zum Beispiel hier, wenn jemand genau hier ist, dann hat die Person 90% aller Kundinnen und Kunden. 90%. Ja. Haben mehr und 10% haben weniger. Okay. Überlastung herstellst. Ja. Aber das ist doch keine physiologische Geschichte, keine körperliche Geschichte, sondern der Kopf ist der Taxifahrer. Ja. Und der Rest des Taxi wird aber überlastet. Weil ich wahrscheinlich vom Kopf her zu viel mache. Richtig, du möchtest ein bisschen Kämpferinnen hohen Willen. Das heißt, die psychologische Thematik ergibt dann das Körperbild. Okay. Verstehst du? Ja, das Bindegewebe. Und auch ganz, ganz wichtig, das ist etwas Zentrales. Ich höre das immer wieder, ja. Aber ich kann doch jeden dritten Tag oder jeden zweiten Tag den Muskel trainieren.
ja, die Regeneration des Muskels ist das eine. Ja. Aber das Bindegewebe und die Faszien haben längere Regeneration. Okay. Verstehst du das? Ja, ja, ja. Das heißt, das lagert dann eben mehr ein. Ja, ja. Und das ist genau das, was du ja weniger willst. Oder das spürst du auch, weil dann sind die Oberschenkel zu. Ja, ja. Wir gehen einen Schritt weiter. Was so bei mir in mir drin herrscht. Und dort ist es ganz wichtig, weil du eine sehr starke Persönlichkeit bist, Kämpferin, hohen Willen, dass ich hier auch einen Gegenpunkt nehme, nämlich die deines Körpers. Ich bin Anwalt deines Körpers. Das heißt, ich möchte dich dort ein bisschen zurücknehmen, dass die Regeneration im Zentrum steht. Ja. Weil Vollgas gibst du sowieso. Du hast alles, das, was wir jetzt gesehen haben, wenn du so einen tiefen Ruhepuls hast, hast du auch ein gutes Herz-Kreislauf-System, was es braucht. Entscheidend ist aber, dass die Balance zwischen Aktion und Regeneration, dass die funktionieren, das kriegen wir. Okay. Hier auf der äußeren Muskulatur machst du den an, unter den Kleidern. Ja. Und genau das gleiche, der untere Punkt hier. So, dass es auf gleicher Höhe ist, es kann ein bisschen höher oder tiefer sein, aber hier außen. Ja. Das ist nur hier und dann hier an der Wade. Ja, beim Schulmuskel oben drauf. Okay. Ja, mache ich. Einmal setzen. Okay. Und dann hole ich noch den Rest. Ja. Und natürlich bist du jetzt auf den einen aus einer Reihe gestanden, aber so können wir die Verteilung noch mehr verstehen. Auf. Schau mal schnell. Wir haben hier die Umdrehungszahl. Ja. Hier Umdrehungszahl, Puls. Ja. Mein Ziel ist es, dass du zu Beginn hast du 0 Watt. Also es sind faktisch 6 oder 7 Watt. Okay. Das heißt, du wirst komplett im Leeren drehen, aber das ist für mich wichtig, weil ich will wissen, wie der Körper leicht aktiviert. Das ist für die Ernährung und das, was wir tun, zentral. Okay. Nachher gehen wir auf 80 Watt, das ist tief für dich. Aber auch hier wieder langsam hochfahren zeigt mir, wie der Körper sich verändert unter noch nicht Belastung, sondern praktisch wie eine Vorbelastung. Ja, ja. Diese Anpassungseffekte, die sind für mich spannend. Ah, okay. Für den Sportwissenschaftler andere Dinge. Ja, für mich als Ernährungsmensch, genau. Mhm. Das heißt, ich wünsche viel Spaß. Einmal hier 75 Umdrehung. Und auf geht's. Okay, perfekt. Ich werde das jetzt feucht halten, dass sie wirklich das offen haben. Und ich werde einfach die Grundlage wirklich bestimmen. Dann mache ich hier nur, dass ich hier. Jetzt habe ich gesagt. Ja. Ist das so gut?
Werte. Jetzt hast du gemerkt, jetzt beginnt's. Aber wir sehen einen ganz klaren Engpass in deinem Körper und das zeige ich dir nachher. Mhm. Ich zeige dir noch schnell die Haut nochmal, dass du jetzt einschätzen kannst, wo du genau bist, auch hier nochmal. Und dann den Energieumsatz pro Stunde. Ich bin ja schon bei 1000 Kalorien. Nicht zu viel. Leistungsmaschine. Ein Ferrari braucht Benzin, zu einfach ist es. Und Kohlenhydrate die Stunde sind aber 210 Bananen die Stunde. Das ist krass. Sorry. Also ich gratuliere zu einem Körper, der hier zeigt, was er wirklich kann und zeigt, wo er immer Krafttraining wäre für dich eine wichtige Geschichte. Machst du? Habe ich jetzt immer so ein bisschen sausen lassen. Das Winter habe ich regelmäßig gemacht. Schau mal, das Herz-Kreislauf-System nicht tot. Ich habe ein paar Leute, die tiefer sind, aber die an der Weltspitze sind. Okay. Das heißt, es ist wichtig für dich zu wissen, dass du ein Weltklasse-System hast. Das weißt du schon, aber jetzt hast du schwarz an weiß. Aber jetzt aufpassen. Ja. Du hast nicht 500 PS, du hast 1000 PS. Aber darum hast du wohl ein Problem. Du hast gesehen, wie viele Kalorien das du verwendest, weil du auf muskulärer Ebene sich oder zu viel PS hier, ja. Das heißt, du überlastest den Muskel. Ja. Siehst du das Problem? Ja, ich verstehe das Problem. Das heißt, du musst vorsichtiger werden, weil aus hier hast du grenzenlose Energie, immer ja. Energie. Hier überlastest du nicht, du bist ja. Null überlastet. Okay. Du spürst dich perfekt. Ja. Aber muskulär bist du überlastet. Ja. Verstehe ich. Bindegewebe ist überlastet. Ja. Warum? Weil die Relation, du isst zu wenig. Ja. In dem Bereich, aber jetzt schau dir mal das an. Ja. Siehst du dein linkes Bein? Mein linkes Bein? Dein linkes Bein beginnt hier die Schwelle zu haben. Ja. Dein rechtes Bein aber hier. Okay. Siehst du das Problem? Ja, ich sehe es. Das ist zeitversetzt. Ja, genau. Das heißt, die Waden ist nicht das Thema. Wade ist nicht das Thema, aber wir sehen hier, Entschuldigung, hier ist das linke Bein und du beginnst praktisch hier. Nach circa schon 16 Minuten ist eine Schwelle und hier beginnt das aber erst richtig weit hinten. Das heißt, es sind dann fast 20 Watt Unterschied. Aha. Das
Das heißt, oder du hast eine rechte und eine linke Schwelle. Das, was wir hier sehen, das ist der Super-GAU. Weil du würdest dein linkes Bein immer überlasten, wenn wir jetzt irgendwo hier trainieren, mhm, und dein rechtes ist dann belastet oder nicht. Du verstehst, was ich meine? Ich verstehe, das ist und wir müssen an diesem Punkt hier. Das heißt, das ist das rechte Bein. Das heißt, das beginnt eigentlich hier richtig zu sinken, hier. Ja. Das ist Minute 19. Mhm. Wir haben aber hier das linke Bein, das beginnt in dem Bereich hier, eigentlich so Minute 15. Warum ich aber immer permanent das Hungergefühl habe. Du trainierst wie viele Stunden pro Woche? Ja, schon so 25 Stunden. Eben 25. Das heißt pro Tag 3. Das heißt durchschnittlich 800 Kalorien. 2.500 Kilokalorien, das sind wir bei 5.000 Kilokalorien. Problem, oder? Ja, ich habe immer so um die 3.000, 3.400 Euro dann immer Lust gehabt auf so richtige süße Sachen, die richtig, was an Kalorien haben. Richtig. Und logischerweise eben auch zu Recht. Weil der Körper braucht die Energie, weil er jeden Tag weitermachen muss. Das genau ist das sehen. Weil dein Kopf ist so kämpferisch. Und ich verbiete mir immer alles. Genau. Das ist mein großes Problem. Das ist genau der Punkt. Ich verbiete mir ständig alles. Ich habe Angst, dass ich dann zu viel werde. Ich will gefühlt so 3-5 Kilo will ich leichter werden, weil ich weiß, dass das irgendwas da nicht stimmt. Das ist das Wichtige hier. Wenn du ein GA1-Training machst, dann bist du in diesem Bereich drin. Zone 2. Ja, ich sehe es, ja. Machst du in Zone 2, 3, also Grundlagentraining, bist du schon bei 700-800 Kilokalorien. Pro Stunde? Pro Stunde. Puh, so viel habe ich gefühlt auf eine Trainingseinheit bis gegessen. Und da trainierst 3-4 Stunden und du hast keine Chance. Und dann hast du eben Hungerattacken und fühlst dich schlecht, weil du ja gefühlt eine Hungerattacke hast. Ja. Und emotional ist das ja immer eine Niederlage, wenn man dann isst, obwohl man ja eigentlich Profisportlerin ist, man möchte, sagen wir mal, ein bisschen reduzieren. Minimal, ja. Ja, genau. Und dieses zu sich eben finden, auch mit dem, schau mal, du machst vielleicht eine Stunde Intervalle, aber dann bist du gefühlt in dem Bereich vielleicht zwischen 170, 180, dann hast du aber schon mal zwei Mahlzeiten einfach mal weggeballert. Und aufpassen, das Gleiche gilt natürlich fürs Laufen, aber mal 1,3. Ja. Das heißt, wenn du eine Grundlageneinheit machst im mittleren Bereich, ja, dann wirst du ja wahrscheinlich bei plus 130, 140 vielleicht sein. Ein bisschen mehr, ja. Ja, aber dann hast du Oberkörper, der braucht ja auch Sauerstoff. Und das wird eine coole Geschichte. So.